So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign. Endlich geht's wieder los, wa? So, die letzte Folge war voller Ereignisse, fand ich. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall hat sich Yannick ja jetzt bei uns gemeldet, oder beziehungsweise nicht bei uns gemeldet, sondern wir sind bei Yannick angekommen. Und weil er ja verschwunden war, beziehungsweise hat sich auch gar nicht mehr bei uns gemeldet, war nicht mehr ansprechbar. Und damit geht es weiter. So, bin mal gespannt, wie das wieder geht mit meinem Schlapptop. Man hört das Piep schon, sodass die Seite schon mal aufgeht, so, ne? Aber das Bild noch nicht auftaucht. Ah, jetzt ist Tayo da. Ich bin jetzt hier bei Yannick angekommen. Ist der zu Hause? Ich nix bisschen. Seine Auto steht ja vor der Tür, aber nix reagiert auf den Ding-Dong. Irgendetwas ist hier nichts Korrektes. Seine Fenster steht da offen. Okay. Oh, es hängt jetzt alles. Hat er so komische Sachen an dem Fenster geklebt, oder? Dass das so merkwürdig aussieht bei ihm? So, als wäre da so Bäume drin, oder Äste, geäst. Die Scheibe ist hier zugefroren und ich hätte keine Eiszapfen an seiner Decke, nichts mehr sehen. Was? Kann er da sehen? Wirklich Eiszapfen? Wo sind Eiszapfen? Ja, so, das soll ein Eis. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Das ist also so ein Effekt. Was zur Hölle ist da nur los? Soll jemand zu Hilfe kommen? Du musst sofort da rein, Tayo. Niemand geht hier alleine und wir trennen uns nicht und wir, naja, haben wir so oder so gemacht und deswegen krepieren die einen nach dem anderen auch von uns. Wir dürfen nächste Zeit verlieren. Ich versuche dort hereinzukommen. Siehst du, macht er schon. Man muss so sagen, brauchst du Hilfe? Nein, ich mach das schon alleine alles. Bitte, Sohn, vorsichtig, pass auf die Hof. Ja. Oh Gott, hoffentlich hat Serena eben nichts angetan. Boah. Scheiße. Heute ist sein 7. Tag. Ach, auch von Tayo, wa? Stimmt ja. Das ergibt keinen Sinn. Seine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Vielleicht nur so eine kleine Aufmunterung von Serena, dass sie schon mal ihn wegnimmt, den Yannick und uns mehr Motivation gibt, damit wir mehr Ansporn haben, den Mörder zu finden. Er bin hier drin, hier ist es der eisekalte. Schaut euch ja dieses Mal an. Ich wäre froh, wenn ich diesmal nicht mit der Kerbe durcheinander kommen würde, wie beim letzten Mal. Er hat auf seinen Stuhl gepinkelt. Was hat das nur zu bedeuten? Was ist mit Yannick? Geht es ihm gut? Ich habe nichts Ahnung. Die Wohnung scheint ja leer zu sein. Hat jemand versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen? Ich rufe ihn. Ich mach das. Aha. Das letzte Mal war es ja nicht so klasse, als wir versucht hatten, jemanden zu erreichen oder anzurufen. Da haben wir gleich direkt ein Video gekriegt, wie unser guter Jonathan ins Gras beißen musste. Ja, okay. So. 0, 7, 0, 4, 2, und 0. Anrufen. Ja, ich
Das hat sich erledigt. Das Thema hat sich erledigt. Er ist kaputt. Ja. Warte mal. Un secondo, por favor. Ich konnte seine klingelnde Handy hören. Ich glaube, das kam aus dem Badezimmer. Tayo, warte mal kurz. Bitte sei vorsichtig. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ja, ich bin jetzt in seine Badezimmer. Seine Handy liegt hier auf dem Boden, aber nächste Spur von dieser Janike. Wo ist er nur? Ah, da ist er ja schon. Hey, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ihr müsst jetzt Ruhe bewahren. Oh, noch mehr Nachrichten von uns. Seine Wohnung friert ein. Also, weil seine Wohnung friert ein. Von ihm keine Spur. Und wir sollen jetzt die Ruhe bewahren? Tayo, du musst auf deinem Handy nachschauen, was er uns zeigen wollte. Verdammte Scheiße, wer spammt mich denn hier gerade so voll? Aber es gibt diesen Messenger-Effekt, ne? Wenn mein Handy jetzt die ganze Zeit vibriert, denkt ihr, ey, jetzt bekommen wir gerade in-game eine Nachricht und das vibriert dann eben. Ja, okay. Shit, seine Handy ist ja gesperrt. Ich kenne den verdammten Gott der Nixe. Aha, da kommt unser Wolf. Der meldet sich sofort, Wolfsock-Code. Das mache ich. Tomji, das kriegen wir hin. Ja, wenn du von wir sprichst, meinst du vielleicht mehr so uns? Ja. Ja? Das Spiel friert wieder ein. Das Handy ist entsperrt. Ich schaue mir jetzt die letzte Aufnahmen an. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Sowas nicht normal. Ja, nix, sicherlich gut. Man denkt im ersten Moment, wenn man das Bild so hier in diesem Messenger sieht, denkt man im ersten Moment, Elke wäre die Elisabeth. Die Königin Elisabeth. Ich wollte gerade Prinzessin sagen. Tayo, was ist? Sag schon was. Findet ihr das nicht auch? Also man könnte im ersten Moment so aus dem peripheren Blickfeld könnte man denken, das ist die Prinzessin, hier, jetzt haben wir es, Prinzessin, die Königin Elisabeth. Fuck, er hatte vor 30 Minuten dieses Video aufgenommen. Okay, schauen wir uns an, dieser kleine Movie. Natürlich Freezes. Was ein Glück, jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. Okay. Henry, was war das verdammt? Was hat das zu bedeuten? Oh Gott, denkt ihr, er ist Döner? Denkt ihr, er ist ein Döner? Lieber Currywurst Pommes. Oral King. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ach, herrje. Es kann ja nicht mal gut laufen, ne? Ach, wie schön. Die haben Spaß zusammen. Klasse. Schön, oder? Jetzt kommt Gabriela wieder. Janik ist endlich bei mir. Ach du Scheiße. Komm auch du zu mir, Geliebter. Komm endlich nach Hause, Tomsi. Ruby ist der Gruppe beigetreten. Schön, dass alle Toten auf einmal. Jetzt kommt auch gleich Jonathan. Dass es so einfach so von automatisch geht, ne? Es fühlt sich so gut an. Jonathan!
und lass uns alle vereinen. Quentin. Ey, ihr müsst das selber spüren, Mann, ey. Es ist voll wundervoll hier, da was, ey. Total krass in Ordnung. Was für Hölle passiert hier gerade? Verdammt, ey, wieso ist hier Yannick seine Zeit? Der war noch gar nichts hier um, ey. Wehrt euch nicht. Auch ihr werdet bald erlöst sein. Blum. Serena. Ja, hallo. Schön, dass sie da ist. Ah, Serena ist auch da. Sind wir doch alle schön vereint. Ja. Okay. Klasse. Gabriela, du wagst es, sich meiner Erlösung in den Weg zu stellen? Zorn, Hass, Wut, Verzweiflung, all das gibt mir Kraft. Ich habe deine Seele zu lange gewähren lassen. Ist sie jetzt auch noch die Herrin der Finsternis oder was? Das Leid, das mir dir widerfahren ist, hat mich stark gemacht, stärker als du jemals sein wirst. Deine Taten haben diese Gruppe vom Pfad der Wahrheit abgebracht. Ich werde dich nun für alle Zeit verbannen. Kann sie sowas? Ist sie die Herrin der Finsternis? Was geschieht mit mir? Ich wünschte, Gabriela würde Erlösung im Himmel finden. Ich wünschte, Gabriela würde ewig in der Hölle brennen. Nein. Nein, nein, nein. Unsere beste Freundin, wisst ihr noch? Und sie wollte was von uns und so. Allein schon, dass sie was von uns wollte, ist eben halt eine coole Sache, oder? Huch. War das ein Scheideweg? Hätten wir sie jetzt in der Hölle verbrennen lassen, dann wäre sie in der Hölle verbrannt. Ja. Und jetzt haben wir sie in den Himmel geschickt. Ach, Herr Je, sind wir heilig. Ich werde dich nun für alle Zeit... Achso, das hat sich erledigt. Jupp, bopp, weggelöscht. Hat nicht mehr existiert, kein Problem soweit. Gabriela ist nun Vergangenheit und eure Zeit läuft weiter ab. Warum hast du Dings den Bumster geholt hier? Ach, die ist jetzt Admin aus der Gruppe. Die ist Administrator. Ja, finde ich gut. Administrator der Hölle. Yannick auch aus der Gruppe entfernt. Weil Yannick ja tot ist. So etwas habe ich in all meinen Jahren noch nie gesehen. Tut mir leid, ich war gerade paralysiert gerade. Ich habe Sarinas Macht unterschätzt. Unterschätzt ist ja gar kein Ausdruck. Sie hat meine Befürchtungen weit übertroffen. Ein Geisterwesen, das in der Lage ist, andere Geisterwesen zu verbannen. Wir müssen vorsichtig sein. Ach nö. Wenn sie will, könnte sie uns alle innerhalb von Sekunden auslöschen. Ist Yannick wirklich tot? Naja, Serena hat ihn auch gleich aus der Gruppe rausgenommen. Ne? Also von daher, die entscheidet einfach so, dass er jetzt einfach nicht mehr da ist. Ich sage ja, sie ist die Administratorin der Finsternis. Ja, ich befürchte, dass selbst Serena niemanden wieder zum Leben erwecken kann. Yannick, bitte nicht. Er war so ein höflicher Junge. Das war er. Und sehr guter Yannick. Fuck. Ich glaube es ja wenigstens. Ich will ihn nur raus aus dieser scheiße Hausherde. Ja. Ach, Yannick. Nun ist auch er hinfortgegangen und lebt jetzt in einer besseren Welt. Ah, Dr. Leitner. Hallo. Ja? Ah, er schreibt. Ich sehe, dass Sie online sind. Wieso antworten Sie mir nicht?
Die Kripo stand heute Morgen bei mir vor der Tür. Hallo Leitner, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Damit haben Sie doch sicher gerechnet. Man hätte es direkt mal machen müssen, ne? Aber schon okay. Leider nicht. Aber offen gestanden habe ich die Befürchtung, dass ich nun auf der Verdachtsliste der Polizei stehe. Nachdem bei mir Vernehmung von der Affäre mit Sarina erzählte, wurde ich regelrecht mit Fragen bombardiert. Mir bleibt keine andere Wahl. Als die Rosen runterzulassen. Oh nee, bitte nicht. Um es in Worten zu sagen. Wie meinen Sie das? Was genau haben Sie der Polizei erzählt? Wieso denken Sie, Sie werden von der Polizei verdächtigt? Warum erzählst du uns das? Das liegt doch wohl auf der Hand. Zum einen wäre da meine damalige Affäre mit Zarina. Zum anderen das kürzlich beendete Liebenswerk zwischen Chiara und mir. Dann wäre noch das von mir erworbene Prepaid-Handy, welches ich Chiara geschenkt hatte und nun im Besitz des Entführers ist. Und dass ich sie anrief, vermutlich dem Moment, als sie entführt wurde. Das alles lässt mich in einem keinen guten Licht dastehen. Es war richtig, der Polizei alles zu erzählen. Das haben sie gut gemacht. Nein, das tut es wirklich nicht. Das bilden sie sich sicher nur ein. Somit wäre er ja dann quasi aus dem Stein. Wieso kann ich das nicht senden? Ah ja, jetzt geht's. Ihr Wort in Gottes Ohr. Scheiße, dann war er doch nicht der Mörder. Aber das ist jetzt eher erstmal nebensächlich. Ist das so? Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Chiara alsbald aus der Gefangenschaft befreit wird. Es ist alles so verrückt. Aber andersrum, warum sollte er sich denn damit einmischen? Warum weiß er? Ja gut, klar. Die Polizei. Was ist jetzt? Vermisst. Achso. Ja, vermisst. Habt ihr meine Schwester Chiara gesehen? Sie ist spurlos verschwunden. Bei Hinweisen meldet euch bitte sofort bei der örtlichen Polizei. Ja, machen wir. Chiaras Schwester hat in der ganzen Stadt Zettel angebracht. Die Polizei tappt wohl komplett im Dunkeln. Selbst ich sitze sie mit meiner Einhändigkeit zu Hause fest und kann nichts tun. Aha. Schränkt sie Gipsverband sehr ein? Er hat keins mehr. Wie lange müssen die Gips noch tragen? Sie sitzen fest, können Sie mit dem Gips kein Auto fahren? Ja, machen wir so. Ja, da hat er gelogen gehabt, ne? Unsere Eltern haben ihn nämlich gesehen. Ohne Gipsverband, wenn ihr euch noch dran erinnert. Ich schätze noch locker 6 Wochen. Also, du bist ein verfickter Lügner. Das blöde Ding schränkt mich nach wie vor extrem ein. Na, Kinderchen, unsere Mutter hat ihn doch, glaube ich, gesehen gehabt. Hat sogar noch mit ihm geredet, oder? Hat sie noch? Nee, sie mochte ihn auf jeden Fall nicht. Oder wollte gar nicht mit ihm reden, weil sie nicht abkann. Kochen, duschen, Schnürsenkel binden, Autofahren. Alles wird zur echten Herausforderung. Selbst ein Bürstchen lügen. Wieso fragen Sie? Selbst in der Weide wurden Sie gestern ohne Gipsverband gesehen. Warum lügen Sie mich an? Weil ich begründete Zweifel daran habe. Wie wäre es mit einem Beweisfoto? Wir machen das einfach, weil da ein Sternchen ist. Denn ab. Weil ein Ständchen ist, deswegen machen wir es. Verschlechtert. Ach, was, wir haben unsere Beziehung so verschlechtert. Jetzt habe ich mich verschluckt. Wie kann das denn angehen? Begründete Zweifel fangen Sie jetzt schon wieder damit an.
Habe ich Gauner auf Stirn stehen oder was? Oder haben Sie einfach nichts Besseres zu tun, als mich ständig zu verdächtigen? Das ist merkwürdig, denn lügt unser Vater oder Mutter, wer auch immer das geschrieben hatte. Mutter, Vater, ich weiß gar nicht. Sie sollten sich lieber an eigene Nase fassen, mein Lieber. Wie meinen Sie das? Ich wüsste nicht wieso. Jetzt drehen Sie den Spieß doch bloß nicht um. Ich glaube, wir werden sind unter Job bald los. Das Foto ist zeitlos. Ihr könntet immer irgendwann das Foto gemacht haben. Und wie ich das tue. Sie sollen es nochmal anrufen. Jetzt anrufen und dann, ne? Ich sage nur Gabriela Quinten Winter. Jonathan Müller. Organparty. Aha. Klingelt's? Aha. Jetzt wird's aber sehr interessant. Sie haben mir all dies vorenthalten. Und Sie beschuldigen mich, ein Lügner zu sein. Wieso Organparty? Das ist unsere Gruppe. Das geht sich gar nichts an. Ich bin mehr als enttäuscht von Ihnen. Naja, gut, das werde er von der Polizei wissen, ne? Aber warum erzählt die Polizei Ihnen das? Tja, so ist das, liebe Kinderchen. Haben wir uns jetzt ein Eigentor mit Dr. Leitner geschossen? Oder ist er tatsächlich vielleicht doch der Killer? Und es war kein Eigentor, sondern vielmehr, ja. Er redet sich da raus, dreht den Spieß um. Oh, was habe ich gemacht? Dreht den Spieß einfach um. Okay, Kinder, was Norma in der nächsten Folge von Das Willen die anderen, was Norma will, das erfahren wir in der nächsten Folge. Kinderchen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reinschalten. Das war auch ein bisschen gruselig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.